Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Am 26. September wählt Zofingen eine neue Stadt an. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Alle drei Kandidierenden habe ich zu einem Talk eingeladen. Alle drei haben zugesagt. Der Auftakt macht Christian Guier von den Grünen. Sie ist seit 2010 Stadträtin, zuständig für die Regionalpolizei und die Stützpunkt Feuerwehr, also zuständig für die Sicherheit in der Stadt und für das Ressort Kultur. Ich freue mich auf den Talk heute. Herzlich willkommen, Christian Guier. Herzlich willkommen, Herr Pfister. Wir dürfen hier bei Ihnen im Garten sein, Frau Guier. Wir haben gefragt, ob wir hier kommen dürfen. Sie haben zum Glück zugesagt. Der Grund ist, bei den Stadtratswahlen haben Sie im Fragebogen angegeben, dass der Garten eines von Ihren Hobbys ist. Was bedeutet der Ort hier unter einem schönen Äpfelbaum? Ja, ich bin hier daheim. Es ist für mich der Ort der Erholung. Es ist aber auch ein Treffpunkt. Wir haben schon manches Fest hier in dem Garten gefeiert und tolle Momente miteinander gehabt. Es ist aber für mich auch ein Ort der Vielfalt. Vielfalt, die ja für mich auch in meiner Politik ganz wichtig ist. Haben Sie einen Daumen so grün wie Ihre Parteifarbe? Also tun Sie selber Früchte und Gemüse? Ziehen. Brombeere haben Sie schon probiert? Ja, das ist, mache ich sehr gerne. Im Moment fehlt leider ein bisschen Zeit, aber ich habe zum Glück einen feinen Partner, der mir da hilft dabei. Und ein Vorteil im Sinne des grünen Daumen ist, dass die Biologin weiss ich, wo was gut wächst. Und das nützt mir natürlich. Und eben, es ist auch ein Ort, wo Sie, wenn nach einem strengen Arbeitstag oder nach einer strengen Sitzung im Stadtrat oben runterkommen und Energie tanken. Ja, das ist so. Gerade wenn es manchmal vielleicht schwierige Sitzungen sind, dann kann man im Garten grübeln, im Boden grübeln und dann kommt man ganz gut wieder zu der Bodenhaftung. Hat Gartenarbeit etwas, Garten sein, etwas mit Politik gemeinsam? Ja, also es gibt durchaus Parallelen. Gartenarbeit, das ist auch Knochenarbeit. Und manchmal wächst es ein bisschen langsam. Und man will, ein bisschen, dass man ein bisschen schneller die Früchte von der Arbeit ernten kann. Es ist aber auch eine befriedigende Arbeit, so wie die Politik eben auch. Und das ist das Schöne. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler bei der Amtswahl den Namen Christian Guier auf den Wahlzettel schreiben? Ja, Zofingen, das ist für mich eine Herzenssache. Ich engagiere mich ja schon lange für unsere schöne Kleinstadt und meine Motivation ist ungebrochen. Ich habe langjährige Berufs- und Politikerfahrung. Ich weiss, was in dem Sinn führen heisst. Ich kann zulassen, ich kann die Leute mit einbeziehen, ich kann andere Meinungen akzeptieren, ich kann analysieren, schnell auffassen und aber auch fundiert entscheiden. Sie sei denn Schafferin und Macherin, hat kürzlich ein Stadtrat über Sie gesagt. Stadtratskollege, das ist ein schönes Kompliment eigentlich. Ja, das ist so. Also, wenn man so die eigenen Ansprüche an sich auch von anderen respektiert wird, dann finde ich das ein schönes Kompliment. Also Sie sehen sich auch selber so Schafferin und Macherin, das charakterisiert Sie gut aus Ihrer Perspektive. Ja, das, meine, eben wie gesagt, ich habe immer Beruf von Familie und Politik nebeneinander gemacht und mich sehr engagiert. Das bedingt ja auch, dass man gerne arbeiten tut und wirklich auch die Reichnäunteln. Was ist für die Stadt Zofingen in den nächsten 4 Jahren, sage ich jetzt mal, in der nächsten Legislatur, die grösste Herausforderung? Und was wollen Sie machen, um mit ihr zu begegnen? Also grundsätzlich für die Stadt Zofingen, denke ich, ist ganz wichtig, auch in der momentanen Situation, dass man den Dialog zu der Bevölkerung gut findet, dass man auch den gewissen Unmut gegenüber der Politik, wo man spürt, auch, dass man da tut begegnen und wirklich im Austausch auch mit der Bevölkerung ist. Wir haben wichtige Projekte, die anstehen, wo ich eben denke, das ist nur möglich, wenn man eben alle Gruppierungen und auch alle Interessensvertreter gut mit einbezieht. Was würden Sie als eines der wichtigsten oder das wichtigste Projekt bezeichnen?
Also wenn ich jetzt Frau Stadtdame würde, ist natürlich für mich persönlich ganz wichtig, dass der Stadtrat sich als Team findet und als Team agiert. Dass wir uns gute Ziele setzen für die nächsten 4 Jahre. Und wenn ich konkret ein paar Projekte nennen oder du nennen, dann ist das für mich natürlich einerseits sind es die grossen Bauprojekte wie eben das Oberstufenzentrum. Es ist auch die Thematik um den Verkehr, aber es ist auch das Thema Seniorenzentrum, es ist das Thema die digitale Verwaltung oder respektive eine effektive Verwaltung, die wirklich sehr kundenfreundlich ist. Wenn Sie sagen, der Unmut gegenüber der Politik spürt man, denken Sie, dass Corona dann einmal beführt hat? Spüren Sie da etwas? Ja, das ist im Moment wirklich so. Das ist meine Einschätzung. Es ist so, dass Impfen oder Nicht-Impfen, wo fast zur Glaubenssache wird, das beführt ein bisschen die Diskussion. Auf welche Leistung als Stadträtin sind Sie besonders stolz in den letzten 11 Jahren? Ja, Sie haben es ja gesagt, ich bin seit 2010 zuständig für das Ressort Sicherheit und Kultur. Also Kultur noch nicht ganz so lange. Ich habe in meinem Bereich hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, respektive auch Leiterinnen und Leiter. Ich bin stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die machen wirklich einen ganz tollen Job. Und damit haben wir natürlich auch ganz gute Projekte können realisieren. Ich denke hier an den Aufbau von der Regionalpolizei. Ich denke hier aber auch an die Organisationsentwicklung im Bereich von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, wo wir wirklich die zwei Bereiche näher zusammengeführt haben. Aber auch wenn ich sehe, wo heute Kultur steht in der Stadt Zofingen, dann sind wir hier ganz, ganz gut unterwegs. Ein Beispiel ist eben unsere Open Library, weil ja im Moment die Bibliothek 84 Stunden in der Woche offen ist. Sie wäre die erste Frau Stadtammann. Würden Sie sich auch so nennen, Frau Stadtammann? Ich denke aber, das geht Ihnen wahrscheinlich gegen Strich. Ja, das Thema haben wir ja schon ein bisschen diskutiert im Rahmen von der Gemeinsordnung und es ist im Moment noch nicht spruchreif. Selbstverständlich würde mir persönlich natürlich Stadtpräsidentin besser gefallen. Aber mein Motto ist, Sachen, die man im Moment nicht verändern kann, da rege ich mich nicht drüber auf, sondern packe es dann an, wenn es spruchreif ist. Sie haben in meinem Vorgespräch betont, Sie würden immer wieder auf grüne Themen oder auch Frauenthemen reduziert werden. Das ist etwas, wo Sie auch ein bisschen nervt. Sie wehren sich dagegen. Warum? Ja, ich wehre mich nicht im Grundsatz dagegen. Es ist meine, ich bin ein Urgestein der Grünen. Ich tue mich seit meinem Leben eigentlich engagieren für die Vielfalt, für den schonenden Umgang von unseren Ressourcen. Aber mit meinem Leistungsausweis, zum Beispiel im Bereich Feuerwehr, Bevölkerungsschutz, Polizei, habe ich ja gezeigt, dass das nicht ein eindimensionales Thema ist. Welches Geschäft, Frau Guier, würde Ihnen besonders am Herzen liegen als Frau Stadtammann? Ja, wie gesagt, ich möchte wirklich in dem Sinn den Stadtrat als Team formieren. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Meine Überzeugung ist, als Team ist man viel stärker weder als Einzelperson und Einzelmaske. Und selbstverständlich möchte ich dort auch schauen, dass wir ein gutes Legislaturprogramm haben und dass wir da wirklich ganz zielorientiert uns auf diese Projekte fokussieren. Ein wichtiges Thema im Sinne des Projekts ist auch einfach wirklich die Ausrichtung zum Beispiel vom Oberstufenzentrum. Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil charakterisieren? Ja, mein Führungsstil, ich sage, die Führung fängt immer bei sich selber an, dass man auch bereit ist, über sich selber zu reflektieren, auch selbstkritisch zu reflektieren, dass man auch Vorbild ist, dass man aber die Leute, Gespür hat für die Leute dort einsetzt, wo sie ihre Stärken hat, dass man klare Ziele vorgibt, aber auch, dass man Freiräume gibt und dass sich die Leute wirklich auch selber gestalten können und Verantwortung übernimmt. Wenn man sich selber reflektiert, hat sie da bestimmte Strategien, wie sie immer wieder in sich gehen und über sich selber nachdenken, wenn das offensichtlich eine von ihren Stärken ist?
Ja, ich habe das Motto, das Leben ist ein lebenslanges Lernen. Und jedes Mal kannst du dich selber, hat man immer auch nach Luft, nach oben, sage ich mal. Und ich tue mich immer dort, wo ich denke, da kann ich jetzt noch besser werden. Auch, in dem Sinne meine Konsequenzen ziehen. Also, dass man, üben genau, auch genau. So, genau. Also eben, dass man immer Luft nach oben hat, das zu sehen und zu akzeptieren, ist ein wichtiger Punkt. Einfach grundsätzlich mal überhaupt im Leben, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, das. Sie hat schon eben angetönt, die Zusammensetzung vom Stadtrat, die wird völlig neu sein. Die Gruppendynamik wird sich völlig ändern. Was zeichnet Sie denn speziell aus, sage ich jetzt einmal, um eben den Stadtrat, so einen, wie Sie auch gesagt haben, geeinten schlagkräftigen Gremium zu machen? Was zeichnet Sie da ganz besonders aus? Mhm. Ich habe ein gutes Gespür für die Leute. Ich habe ein gutes Gespür für die Leute, wo dass sie am besten sich wirklich entwickeln können, wo sie ihre Fähigkeiten haben. Ich habe aber auch eine Gabe wahrscheinlich, dass ich die Leute motivieren kann, für irgendein Projekt sich einzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was der Stadtrat hier braucht. Ist eine unfaire Kritik? Vielleicht auch wichtig noch dazu, dass mich einfach eben, ich habe es vorhin schon gesagt, nicht immer sagen, was die anderen falsch machen, sondern vielleicht manchmal auch bei sich selber schauen. Ganz im Sinn, die Veränderung fängt ja immer bei sich auch selber an. Ist es eine unfaire Kritik, wenn man sagt, sie sei, vielleicht vor allem in der Öffentlichkeit, nicht die begnadetste Kommunikatorin? Ich fasse das nicht als unfair auf. Das ist eine konstruktive Kritik. Ich lege Wert darauf, dass ich meine Aufgaben erledige, Ergebnisse in dem Sinne erschaffe und nachher dann aber auch wirklich offen und ehrlich kommuniziere. Und wie gesagt, selbstverständlich kann man überall noch besser werden. Was ist Ihre grösste Stärke, wegen Ihr? Ja, das habe ich eben das Gespür, glaube, für die Leute. Und auch das Respekt vor dem anderen und Respekt auch das, von anderen Meinungen, das ist eine grosse Stärke. Falls Sie gewählt würde, das würde ja einiges bedeuten, natürlich auch für Ihr berufliches Engagement. Sie müssen sich vollkommen neu organisieren. Ich nehme an, Sie müssen die Aufgabe, die Sie jetzt haben, den Beruf aufgeben. Ja, das ist so. Ich habe meinen Beruf und meine jetzige Aufgabe als Abteilungsleiterin respektive als stellvertretende Dienststellenleiterin bei Landwirtschaft und Wald im Kanton Luzern sehr gerne. Das ist eine spannende Aufgabe. Trotzdem, ich habe mich entschieden oder ich habe mir gesagt, ich will mich jetzt noch voll und ganz für die Stadt einsetzen. Da will ich meine Energie und Kraft und für das freue ich mich. Das heisst auf der anderen Seite natürlich mit einem weinenden Auge, ich werde dann meinen Job in Kanton Luzern aufgeben. Jetzt haben wir viel davon geredet, was man sich von einer Stadtdame, von einer Frau Stadtdame wünschen könnte. Was wünschen Sie sich von den Zofingerinnen und Zofingern? Dass sie sich einbringen, dass sie auch konstruktiv Kritik üben und dass sie mitentscheiden, auch am 26. September. Politikerinnen und Politiker werden in den letzten Jahren viel häufiger als früher unanständig auch angegangen, ruppig angegangen, vor allem natürlich in den sozialen Medien. Ist das etwas, was Sie selber auch erleben? Ja, das habe ich im Rahmen des Regierungsratswahlkampfs in den Kommentaren lesen können. Gute Medizin da dagegen ist, man muss gar nicht mal alles lesen, was geschrieben wird. Mein Credo ist einfach auch wirklich mit den Leuten, auch wenn sie anderer Meinung sind und wenn sie auch ruppig sind, einfach gleich mit Respekt begegnen. Wie nutzen Sie die sozialen Medien jetzt im Wahlkampf? Ja, das haben Sie vielleicht schon gesehen. Ich habe auf Instagram haben wir einen speziellen Post gemacht mit meinem ABC. Zu jedem Buchstaben irgendetwas, was mir auch wichtig ist. Das ist meine Kampagne, selbstverständlich auch auf Facebook. Und habe ich eine Webseite, wo man wirklich sich gerne orientieren darf. Da steht noch einiges mehr drauf, als wir zwei jetzt heute können in dieser Viertelstunde miteinander diskutieren. Genau. Gibt's eigentlich, Sie stehen jetzt schon relativ lang in der Öffentlichkeit, spielen Sie eine Rolle in der Öffentlichkeit. Als Frau Ammann würden Sie das noch mehr machen. Gibt es auch unangenehme Seiten in der Öffentlichkeit stehen, die Sie als unangenehm empfinden? Ja,
Also unangenehm, es hat ja alles zwei Seiten und es ist so, man ist natürlich in dem Sinn gerade jetzt unter Beobachtung oder respektive es darf einem kein Fehler passieren, das wissen wir auch. Das ist in der Politik so, sonst geht man relativ rasch in Kauer und das sind vielleicht ein bisschen die Schattenseiten, dass man eben nicht gleich frei sich kann bewegen kann, wie vielleicht, wenn man gar nicht die Rolle würde spielen. Genau. Haben Sie gewisse Strategien, um dem begegnen? Ja, eins, was ich mir immer gesagt habe, ich bleibe mir treu, ich bleibe auch authentisch, ich tue mich nicht verstellen, sondern ich bin so, wie ich bin und ich fahre so Velo, wie ich bin und also einfach, ich will mich nicht verstellen. Die Leute sollen wissen, wer das sie mit mir haben und von dort her ist einfach die Strategie, ist die, das, was ich von anderen fordere, jetzt, das will ich auch leben. Das ist doch ein super Schlusswort, Raguier. Ganz herzlichen Dank, dass wir nicht bei Ihnen hier im Garten sein dürfen. Ich drücke Ihnen im Wahlkampf alles Gute und ich bin dann wirklich gespannt, wie es rauskommt am 26. September. Vielen Dank, Herr Pfister, sehr gerne. Morgen schon der nächste Talk. Ich interviewe den Kandidat Dominik Gresch von der GLP. Ich freue mich auf den Talk und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherungen, deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück! Hallo Trost. Hallo Leben. Wir sind bereit. CSS-Versicherung. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights. Auch an Ihrem Event.